Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Zum einen geht es um die Prognose eines Bloomberg-Analysten, der einen Bitcoin-Kurs von $1.500 prognostiziert. Außerdem gucken wir uns die Entscheidung der SEC an, den Bitcoin-ETF weiter zu verschieben. Und zu guter Letzt gucken wir uns an, was in Malta passiert ist, denn dort wurde eine Bitcoin-Börse geschlossen. Wir fangen direkt mit dem ersten Thema an und ja, wenn wir uns erstmal grundsätzlich die Headline angucken, Bloomberg Analyst prognostiziert Bitcoin-Kurs von $1.500, dann ist natürlich erstmal da die Frage, wie realistisch das ganze Thema ist. Guckt man aktuell auf den Wert des Bitcoins bzw. auf den Preis des Bitcoins, dann sehen wir, dass der Preis aktuell bei knapp $3.400 pro Bitcoin liegt und damit weiter rückläufig agiert. Und wenn wir die anderen Coins, die es so gibt, angucken, dann werden wir schnell feststellen, dass es sehr, sehr wenige Coins gibt, die in irgendeiner Art und Weise eine kleine positive Tendenz haben. Die meisten sind so ungefähr zwischen 5 und 10% im Minus und die Frage ist natürlich, wann hier der Boden erreicht wird. Das kann leider zum jetzigen Zeitpunkt niemand wirklich vorhersagen. Man kann maximal Prognosen aufstellen und ich könnte mir schon ganz gut vorstellen, dass wir vielleicht bei $3.000 den Boden erreicht haben und dann mit den neuen Plattformen, die in der Zukunft kommen und mit den neuen Finanzprodukten einen weiteren Push in die richtige Richtung, das heißt also zur nächsten Rallye einleiten werden. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wann das ganze Thema passiert und ja, da haben wir gleich auch das Thema des Bitcoin-ETFs passend dazu als zweites Thema. Doch in dem Artikel geht es darum, dass ein Bloomberg Analyst, der nennt sich Mike McGlone, von Bloomberg, wie gesagt, einen Kurs von $1.500 für das Jahr 2019 prognostiziert und damit ist er einer der wenigen Personen, die eine negative Prognose aufstellen für das kommende Jahr. Wir haben bereits in den letzten Wochen eher sehr positive Prognosen uns angeguckt und er fährt quasi eine ganz andere Schiene und ist hier deutlich negativer unterwegs. Sein gutes Recht natürlich. Die meisten haben vor allem auch Weihnachtsrallies vorhergesehen. Andere sprachen darüber, dass jetzt der Krypto-Winter startet. Und bis jetzt sieht es eher nach einem Winter als nach einem Sommer aus. Und ja, wir müssen uns jetzt einfach gedulden und gucken, was in der nächsten Zeit passiert. Man kann jetzt nun zwei Entscheidungen treffen. Entweder man kauft nochmal nach, was schon ziemlich riskant ist, aber der Einstieg in einen Markt wie diesen, der ist immer von Spekulationen getrieben, bedeutet, man hat auch einige Risiken dabei und die andere Entscheidung, die man treffen kann, neben dem natürlich Verkaufen, ist natürlich zu hodeln und hier einfach ruhig zu bleiben und sich den Markt in den nächsten Monaten anzugucken. Mike McGlone stellte fest, dass ein verschiedener bzw. zwei verschiedene Index darauf hinweisen, dass die Vermögenswerte nach dem Rückgang unter $6.600 auch weiterhin Richtung Verkaufstrend geraten sind und das liegt an dem DMI und dem ADX. Das sind seine Aussagen, warum das auch in der Zukunft noch weiter zu einem Crash kommen kann, was also bedeutet, dass wir von 3,4 auf knapp 1,5 letztendlich fallen werden. Und dazu sagt er auch Folgendes, wir befinden uns in einem klassischen psychologischen Stadion, in dem der Markt den Rausch von 2017 umkehrt. Der Hard Fork war ein wichtiger Auslöser, der signalisierte, dass die Technologie viel zu jung ist. Sie hatten diese riskanten Charaktere, die sich gegenseitig zu zerstören drohten und die Institutionen sagten, es wäre das Beste, wenn wir uns eine Weile davon fernhalten. Entgegen dieser Aussage gibt es, wie anfangs angekündigt, natürlich einige Personen, die sich deutlich positiver äußern. Außerdem sehen wir den Einstieg von Bakkt und natürlich der Nasdaq in der Zukunft, genauso wie Fidelity. Heißt also hier verschiedene Instrumente, verschiedene Marktplätze und verschiedene Finanzprodukte, die in Zukunft angeboten werden sollen und die grundsätzlich eine Verbesserung der Marktsituation herbeiführen könnten. Als zweites
zweites Thema gucken wir uns das Thema des Bitcoin-ETFs an. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass VanEck den ETF-Antrag SolidX eingereicht hat und die SEC hat, wie zu erwarten, nun die Entscheidung weiter aufgeschoben. Bedeutet, dass sie nun gezwungen sind, am 27. Februar 2019 die endgültige Entscheidung zu treffen. Und da ist natürlich die Frage, was passiert dann, wenn die Ablehnung hier tatsächlich stattfinden sollte, wovon wir mal nicht ausgehen, beziehungsweise es oder vielmehr nicht hoffen, dann wird es ganz einfach sein. Der Rechtsexperte Schewaninski hat hier darüber auch gesprochen. Sie, VanEck, SolidX, könnten einen Einspruch einreichen, damit die Kommissare die Entscheidung des Personals überprüfen. So ist es mit dem Winklevoss ETF geschehen, der im März 2017 von den Bediensteten abgelehnt wurde und dann bestätigten die Kommissare die Entscheidung des Personals im Juli 2018. Andernfalls ja, fängt man von vorn an. Bedeutet also für mich, wenn der Bitcoin-ETF von VanEck abgelehnt werden sollte, dann kommt es im besten Fall nochmal zu einer Revision und im schlechtesten Fall danach zu einer weiteren Ablehnung. Was also bedeuten würde, dass wir hier wieder jemanden brauchen, der den Antrieb hat, einen weiteren Antrag einzureichen, um einen ETF durchzubekommen. Die Aussage, die wir in der Vergangenheit schon häufiger mitbekommen haben, ist vor allem, dass ein Bitcoin-ETF kommen wird, aber niemand weiß, wann das geschehen wird. Und wenn es diesen Rückschlag jetzt gibt, dann würde es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir 2019 auch nicht den besten Start haben werden, weil diese Entscheidungen ja im Februar getroffen werden. Aber wir haben dennoch die Möglichkeit, 2019 zu einem wirklich guten Jahr werden zu lassen. Und dafür würden dann wahrscheinlich, wie gesagt, Bakkt und Nasdaq sorgen, die ja in den Markt eintreten und wahrscheinlich eine große Menge an Legitimität mitbringen, beziehungsweise an finanzstarken Investoren, die in den Markt einsteigen könnten, um verschiedene Assets hier sich zu organisieren. Denn die Frage der Verwaltung und so weiter, die würde ja gerade für Großinvestoren meistens abgenommen werden durch die entsprechenden Unternehmen, die diese Finanzprodukte anbieten. Zu guter Letzt gucken wir nach Malta. Malta hat sich ja in der Vergangenheit deswegen einen Namen gemacht, weil sie neben dem ganzen Wettthema, also das heißt Sportwetten und so weiter, nun auch Bitcoin-Börsen mit offenen Armen empfangen haben. Binance zum Beispiel ist nach Malta gegangen, nachdem sie in ihrem eigenen Land einige Probleme bekommen haben mit den Behörden und nun hat Malta eine Bitcoin-Börse geschlossen. Man geht natürlich im ersten Schritt davon aus, oder ich persönlich ging davon aus, dass die Börse geschlossen wurde, weil sie vielleicht Insolvenz anmelden mussten oder ähnliches, aber tatsächlich lag es eher daran, dass die Börse originalcrypto.com keine Lizenz hatte. Heißt also, man hat sich hier versucht, in dem Land groß werden zu lassen. Man hat sich versucht, hier zu positionieren, um auch zukünftig zu bestehen und natürlich auch Steuern zu sparen und so weiter. Aber das ganze Thema ohne eine wirkliche Lizenz und ohne Lizenz kann man nun mal keine Börse betreiben. Deswegen wurde sie durch Malta geschlossen bzw. verboten und das ist, denke ich, auch der richtige Weg. Außerdem wurden hier noch natürlich einige Aussagen dazu getroffen und zwar wurde gesagt, Original Crypto wurde als eine Möglichkeit für Händler etabliert, auf einer einfach zu bedienenden Plattform in Kryptowährungen zu investieren. Eines unserer Ziele ist es, den Anlageprozess so einfach und profitabel wie möglich zu gestalten. Ihr Erfolg ist ein Beweis für unser Engagement gegenüber jedem Investor, der sich für eine Investition in Original Crypto entscheidet. Denn das Interessante ist natürlich, dass sie zwar die Börse Original Crypto dazu gebracht haben, diese zu schließen, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass sie vielleicht doch eine Möglichkeit haben, hier noch an eine Lizenz ranzukommen, um das ganze Thema wieder aufleben zu lassen. Letztendlich ist das natürlich eine große Einnahmemöglichkeit für die Betreiber und Malta hat in der Vergangenheit schon verschiedenste Unternehmen aufgenommen, sie anzusiedeln, um ihnen auch wirtschaftliche Kraft natürlich zu geben, denn das Bruttoinlandsprodukt und so weiter hat natürlich auch die Chance, dadurch zu steigen.
zeigen. Und das ist natürlich auch für ein Land wie Malta sehr, beziehungsweise ein Inselstaat wie Malta natürlich sehr, sehr interessant. Heißt also, dass wir auch in Zukunft sicherlich die eine oder andere Umsiedlung sehen werden und dass hier die Marktplattform bzw. die Börse geschlossen wurde ohne Lizenz. Ich glaube, das wäre auch in allen anderen Ländern passiert. Gut, ich hoffe, euch haben diese kurzen und informativen Infos gefallen. Falls sie euch gefallen haben, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.